Und die machen wir gleich hier in der Masse, würde ich sagen. Und dann waren das eigentlich schon alle. Der müsste auf jeden Fall mehr Kohle machen, weil mehr Leute reingehen. Hier ist natürlich wieder welche, die machen Minus aufgrund der sehr langen Strecke, die die fahren müssen. Hier machen auch welche Minus. Naja. Ist halt so. Was machen unsere Wassertrucks? Oh, die machen doch ordentlich Gewinn hier. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hier dieser Bug, dass es nicht weitergeht mit der Musik. Bringt das der Stadt denn was? Nee, Wasser benötigt, aber nichts geliefert. Das ist ein Vierer, wieder mal so. Und jetzt müssen wir nur noch hier unten den machen. Haben die LKWs auch irgendwie ein bisschen Abstand? Nee, die fahren immer relativ hintereinander her. Vielleicht sollte man auch erstmal bei Zweien bleiben. Weiß ich nicht, aber jetzt müssen wir mal erstmal hier bei denen hier, warum die nicht erneuert werden. Fahr einfach mal aus spaßeshalber ins Depot rein und dann sehen wir es hier, was passiert. Ob eine Erneuerung stattfindet. Ja, die werden erneuert, okay. Ach, ist das. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Wartung. Wartung deaktivieren, Pannen abgeschaltet. Das ist das. Und es ist natürlich auch kein Wunder, dass die Züge nicht aktualisiert werden. Die Fahrzeuge nicht erneuert werden, ist logisch, wenn es keine Wartung gibt. Das ist natürlich klar dann, das war jetzt hier der Fehler. Ich lasse es einmal drin. Kann natürlich sein, dass es dann auf den Zuglinien, dass dann irgendwie das tut. Naja, ich habe irgendwie. Jetzt haben wir nämlich kaum Depots hier dastehen. Ach komm, weißt du was, ich lasse es draußen. Nicht, dass hier noch irgendwie das totale Chaos auf den Zugstrecken stattfindet. Weil jetzt alle ins Depot wollen, da werde ich die lieber mal dann. Na gut, jetzt sind sie alle aktuell. Warum ist denn eigentlich so ein weißes Symbol? Was heißt denn das? Hier ist ein gelb, hier ist ein blaues. Ach Moment, weißt du, was das ist? Das ist das, was sie transportieren. Wasser? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eigentlich mal was, was man mal rausfinden könnte. Was bedeuten diese Symbole vor dem Zug? Browser ist ja offen. Ich könnte das eigentlich gleich mal machen. Also ihr seht das jetzt natürlich nicht. Open TDD Symbols Train List Symbols. Da genau. Train List Symbols. What does this mean? Ich bin absolut gespannt. It indicates the vehicle profit. Ah ja. Und was heißt denn das Blaue? Ach so, ah. Okay, ich hab's. Also, das ist wie folgt. Das heißt, also das Plus heißt, macht viel Gewinn. Das heißt, macht ja normalen Gewinn. Dann gibt's auch noch eins mit einem roten Minus. Ich glaube, das fehlt jetzt hier, kann das sein? Das wäre irgendwie das hier dann.
mit so einem roten Minus drauf. Das heißt, macht Verlust und das heißt, der Zug ist noch jünger als 2 Jahre und daher zählt das halt dort noch nichts rein am Ende. So viel zur Information. Jetzt hat man so, oh, hier ist noch ein Bauernhof. Ist der neu, der Bauernhof? Wo kommt denn der Bauernhof her? Jetzt ist ja auch richtig viel Nahrungsmittel plötzlich. Ein Bauernhof ist dort, ein Bauernhof. Komm, wir machen, wir fahren dort einfach mal mit Autos hin. Das ist ja schon ein bisschen nah und kann man auch mit dem Auto ranfahren. Ich meine, wenn wir ja eh schon die Infrastruktur dazu haben. Oh, naja, das war jetzt ein bisschen... Naja, egal, bleibt so. Oder? Naja, komm, wir machen das anders. So, und die hatten Mais, ne? Man da so teuer für Mais im Angebot. 64 mit 61 Tonnen, 48. Komm, ich nehme mal so einen großen hier. So, Mais. Wieder 4 Stück. Abfahrt. Was macht denn eigentlich unser Zug mit dieser elendig langen Strecke? War das der hier? Nee. Nee, Quatsch. Nummer. Nee, der ist... Nee. Das war der letzte Zug, den wir gekauft haben. Der hier. Oh, müssen wir mal gucken, ob der Gewinn macht. Wo ist denn der eigentlich gerade? Ach, hier erst. Oh, das dauert noch ein bisschen, bis der ankommt. Das dauert noch ein Stück. Oh, jetzt sind mal alle Trucks hier unterwegs. Aber die brauchen auch Nahrungsmittel. $14 Millionen und die Fahrzeuge, Schiffe machen wenig, aber die Flugzeuge... Oh, Flugzeuge machen weniger als die Züge. Das ist aber nicht in Ordnung. Das kann man ja fast gar nicht auf sich sitzen lassen hier. Aber hier unten, Torre Negre. Hier könnte man noch einen Flughafen hinbauen. Ein städtischer Flughafen. Natürlich wieder mit der Option Landkauf. Falls wir aufrüsten müssen auf ein größeres Modell an Flughafen. Und dann gucken wir mal, wo ist denn richtig Action hier? Wo ist denn richtig was? Wo gibt es denn richtig was zu holen? Hier in Serra Baixa ist voll. Da könnte man nochmal einen hinschicken. Oder auch nach El Pont de Bla. El Pont de Bla ist mehr los. Ich schick einmal zu beiden hin. El Pont de Bla und... Was ist denn das für eine komische Sortierung hier? Ich möchte gern nach... Man könnte auch mal hier so ein Hot Air Balloon fliegen lassen. Das ist bestimmt lustig, so als Scanner Gag. Hat denn der für eine Reichweite? Keiner. 218 Passagiere. Ich bleib bei der 747. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch nochmal den A380. So, wo wollte ich jetzt hinfliegen? Hier. Und dann noch nach
Also wenn das überhaupt reicht von der Reichweite, müsste aber eigentlich. Ja, L-Punkte, bla, so. Abflug. Dann hätten wir jetzt hier oben auch noch einen Flughafen. Was haben wir noch so an großen Städten, die man mit einem Flughafen... Hier, Ponegre Despi ist auch schön groß geworden eigentlich mittlerweile. Aber dieses Bann... Oh, der Zug ist gleich da. Ne, es ist noch ein Stück. Oh, der ist gerade mal dort an der Nahrungsmittelfabrik angekommen. Hier gibt es auch noch Nahrungsmittel. Okay. Achso, das ist die Fabrik. Das ist bloß eine kleine Fabrik. Aber hier könnte man auch noch einen Flughafen. Oh, dazu sind die beiden Städte zu weit auseinander. Beziehungsweise halt hier dieser Bahnhof im Weg. Sonst wird es sich lohnen. Die haben schon einen Flughafen. Gut, ich glaube, wir haben auch irgendwie genug an... So, wo ist denn der jetzt gerade mal der Zug hier oben? Ah, der ist gleich da. Okay, hoffentlich schaffen wir das jetzt noch in den drei Minuten, bis die 2 Stunden rum sind. So, jetzt fährt er hier runter auf das Gleis, genau. Kann der eigentlich voll werden hier? Ja, müsste eigentlich. Und wenn der voll dort unten ankommt, das will ich mal wissen, was das kostet. Also es muss ja richtig, richtig Geld bringen wahrscheinlich. Ja, gucken wir jetzt mal, was T-Power hier Hanseln bringt. Weil wenn der jetzt aus minus 36.000 hier auf minus 8.000 nur ist. Und jetzt sind dort gerade drin 30, 39, 44 Personen. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt vom Geld jetzt mal richtig reinknallt. Und eine coole Statue hier, Pferdestatue. Und 15.000 nur, das ist doch ein Witz. Die Gegenrichtung muss dann deutlich mehr Kohle bringen. Sag ich mal so. Ach, guck mal, die Mais-LKWs hier, die sind gar richtig voll. Das ist ja auch cool. Bang! Und weiter geht es. Tja. Wir sind jetzt im Jahr 1988. Also wir haben jetzt in der heutigen Aufnahmesession ja richtig was geschafft, würde ich mal behaupten. 2 Stunden aufgenommen. Boah. Das sind, wie gesagt, wenn ich 2 Folgen pro Woche bringe, was ja jetzt so mein Upload-Plan ist. Ich hoffe, das ist nicht zu wenig für euch. Es ist jetzt sozusagen das Material für die nächsten 4 Wochen. Und auch, glaube ich, sogar für meine Woche Urlaub, wo ich nicht da bin. Toll. Die müsste, glaube ich, auch noch mit reinfallen. Wenn nicht, auch egal. Irgendwie muss ich sagen, ich habe ganz früh in der Anfangszeit, habe ich ja immer so jede Episode einzeln aufgenommen. Und ich muss sagen, es ist eigentlich viel sinnvoller, hier sich einfach mal 2 Stunden hinzusetzen und hier mal richtig aufzunehmen. Und auch durch diesen Open Broadcaster muss ich es ja noch nicht immer rendern. Ich kann es im Prinzip direkt in 8 Folgen schneiden und hochladen. Das ist ja gerade das Geile dran. Ich muss jetzt nicht mehr hier irgendwie 4 Stunden warten, bis das Teil fertig gerendert hat. Nein. Ich muss es einfach hochladen und fertig. So, es ist die 2-Stunden-Marke überschritten. Und ja, boah. Richtige Extremsitzung war das gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt friedlich. Und ja, lasst ein Favi da. Daumen nach oben. Abonniert mich, kommentiert mich, empfiehlt mich weiter. Tja, was gibt's noch zu sagen? Nix. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bleibt locker und sonst was. Ja, wie gesagt, jetzt einfach mal tschüss.